Sehr geehrte Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Ihr Kind oder Partner wird schwer krank. Es gibt ein ungefährliches Naturheilmittel ohne Nebenwirkungen, das ihn retten könnte. Die Europäische Union verbietet Ihnen jedoch, dieses Mittel zu benutzen. Die Behörden würden Sie im Gegenteil dazu zwingen, ihm chemische Arzneimittel mit potenziell schweren Nebenwirkungen zu verabreichen. Sie haben keine Wahl. Dieser Albtraum ist zwar absurd, bildet aber eine unmittelbar bevorstehende Realität, die Europa und alle Europäer bedroht, Sie und ich inbegriffen. Nach Jahren des Lobbyings sind die multinationalen Pharmaunternehmen dabei, ihr Ziel zu erreichen. Eine drakonische Richtlinie der Europäischen Union wird uns zahlreiche Heilmittel auf pflanzlicher Basis verbieten, die seit Jahrtausenden benutzt werden und frei von Nebenwirkungen sind, was bei modernen, aus der Petrochemie gewonnenen Medikamenten nicht der Fall ist. Betroffen hiervon sind hunderte europäischer Pflanzen und aber auch alle Pflanzen der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, sowie alle Pflanzen der Ayurveda-Heilkunde, indische Medizin. Die Rede ist von der neuen Richtlinie THMPD, Traditional Herbal Medicinal Products Directive, die am 30. April 2011 in Kraft treten soll. Es handelt sich um eine Offensive gegen unser Recht, alternative Heilmittel zu benutzen. Und der Grund hierfür ist mehr als eindeutig. Der Gewinn von Milliarden Euro zugunsten der Pharmaindustrie in den kommenden Jahren, indem kranke Personen aufgrund einer fehlenden Alternative dazu gezwungen sind, auf die Medikamente dieses Industriezweigs zurückzugreifen. Es gibt jedoch einen Anlass für Hoffnung. Ein besonders gut organisierter und auf europäischem Niveau aktiver Verband, Alliance for Natural Health oder Verband für natürliche Gesundheit, die ANH, ist dabei, Einspruch dagegen zu erheben. Er wird hierbei von der European Benefit Foundation, der EFB, unterstützt. ANH ist es gelungen, die notwendigen finanziellen Mittel an die 110.000 Euro zusammenzutragen, um Rechtsanwälte bezahlen und die Angelegenheit vor Gericht bringen zu können. Es ist möglich, dass es dem Verband gelingt, die Europäische Union aufgrund von Machtmissbrauch zu einer Verurteilung zu bringen, was der Anwendung dieser Richtlinie Einhalt gebieten würde. Das Problem liegt darin, dass keine weitgreifende Initiative seitens der Bevölkerung existiert und sich keine europäische Bürgerrechtsbewegung gebildet hat, um ANH in diesem Angehen zu unterstützen. Aus diesem Grund haben Patienten und Bürger beschlossen, ein Solidaritätskollektiv zu bilden und wir uns aus dringendem Anlass an Sie zu wenden. Mein Name ist Christine und ich bin selber Mitglied dieses Kollektivs. Ich möchte Sie um Folgendes bitten. Machen Sie jetzt eine ausdrucksstarke symbolische Geste, indem Sie nachstehende Petitionen gegen die neue europäische Richtlinie und zur Verteidigung natürlicher Heilmethoden in Europa unterzeichnen, um ANH zu unterstützen. Wir benötigen Hunderttausende an Unterschriften, um gegen die THMPD-Richtlinie angehen zu können. Unser Kollektiv ist dabei, sich zu organisieren, um unsere Petition in anderen europäischen Ländern zu verbreiten. Innerhalb von einer Woche haben wir in Frankreich 110.000 Unterschriften gesammelt. Wir haben jedoch nur dann einen glaubwürdigen Charakter, wenn es uns gelingt, eine sehr hohe Anzahl an Unterschriften in anderen europäischen Ländern gegen die THMPD-Richtlinie zu sammeln. Woraus besteht die THMPD-Richtlinie und warum ist sie so gefährlich? Die THMPD-Richtlinie, die auch als die Richtlinie 2004/24/EC der Europäischen Union bezeichnet wird, verlangt nach einem neuen Zulassungsverfahren für therapeutische Zubereitungen auf pflanzlicher Basis. Alle diese Zubereitungen, einschließlich solcher, die seit Jahrtausenden geläufig Anwendung finden, müssen ab dem 30. April 2011 ein Zulassungsverfahren durchlaufen, das demjenigen für Medikamente gleichkommt. Anders ausgedrückt, die Hersteller müssen Expertenberichte, Studien und Dokumentationen zusammentragen, die Unmengen von Geld kosten. Es ist die Rede von 105.000 bis 180.000 Euro pro Pflanze. Das Problem ist, dass Hersteller von Heilpflanzen absolut nicht über die gleichen Mittel wie multinationale Pharmaunternehmen verfügen. Die meisten von ihnen sammeln die Pflanzen in unberührtem Zustand auf handwerkliche Weise selber in der Natur. Diese Richtlinie führt somit de facto dazu, einem Großteil an Naturheilverfahren auf pflanzlicher Basis ein Ende zu bereiten. Phytotherapie, Kräuterläden sowie alle chinesischen, indischen, afrikanischen und aus dem Amazonas stammenden Naturheilmethoden, die gegenwärtig in Europa anzutreffen sind.
Europa hat im Übrigen 2006 bereits mit Nahrungsergänzungsmitteln in genau der gleichen Weise verfahren. Ein neues Zulassungsverfahren ist von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, geschaffen worden. Die europäische Abgeordnete Michelle Rivasi hat am 14. Dezember 2010 das Ergebnis hierzu kommentiert. 95% der eingereichten Dossiers für Produkte auf pflanzlicher Basis haben einen negativen Bescheid von EFSA erhalten. EFSA, die mit allzu strikten Kriterien und spezifisch auf Medikamente zugeschnittenen Verfahren arbeitet, hat ihre Entscheidung ausgehend von nur geringen Informationen getroffen und verweigert alle Allegationen, die bereits in mehreren europäischen Ländern zugelassen worden sind. Es besteht kein Zweifel darüber, dass Heilpflanzen dasselbe Schicksal erfahren werden. Dies bedeutet nicht nur das Ende tausender europäischer, chinesischer und ayurvedischer Pflanzen in Europa, sondern heißt auch, dass eine Vielfalt von kreolischen, tibetanischen, nigerianischen oder aus dem französischen Berry oder den Cevennen stammenden Heilmittel, die nicht über entsprechende bibliografische Elemente verfügen, mit in den Bereich der Illegalität fallen werden. So Thierry Thévenin, Spezialist für Heilkräuter. Die zeitliche Planung dieser Richtlinie verdankt nichts dem Zufall. Es muss dringend gehandelt werden. Die Pharmaindustrie benötigt diese Richtlinie, um ihre dominierende Position an einem Zeitpunkt zu verfestigen, an dem sie von Grund auf in Frage gestellt wird. Ihre Glaubwürdigkeit ist im Zusammenhang mit dem Vioxx, Avianda, Mediator und jetzt auch Buflomedil-Affären stark in Verruf geraten. Spezialisten sprechen von Zehntausenden, ja Hunderttausenden giftiger Arzneimittel, die verboten werden müssten. Es ist daher mehr als dringend für die Pharmaindustrie, uns von allen möglichen Alternativen abzuschneiden. Die neue europäische Richtlinie stellt den heiligen Gral für diesen Industriezweig dar, der Garant für einen jährlichen Gewinn in Milliardenhöhe und dies über Jahrzehnte hinweg ist. Zeigen Sie Ihre Entrüstung. Unterzeichnen Sie nachstehende Petition. Einige Hersteller haben natürlich versucht, die Zulassung für die geläufigsten Pflanzen zu erhalten. Der Kräuterspezialist Thierry Thévenin berichtet über die kafkaeske Komplexität dieses Verfahrens. Zitat: Die 2 Jahre vom 23.11.2005 bis 7.9.2007 dauernde Arbeit einer Vielzahl von Experten aus 27 Ländern ist notwendig gewesen, damit die HMPC-1-Kommission, The Committee on Herbal Medicinal Products, den Einsatz von Fenchelfrüchten für Niculum vulgare, LSSP, als krampflösendes, auswurfförderndes oder digestives Mittel anerkennt. Indikationen, die seit Jahrhunderten von europäisch-mediterranen und chinesischen Völkerstämmen bekannt sind. Der Fall des roten Weinrebblatts, Vitis vinifera LSSP, hat 3 Jahre Zeit in Anspruch genommen. Er hat am 31. Oktober 2007 begonnen und ist erst am 15. Juli 2010 abgeschlossen worden. Versuchen Sie sich nicht darin, ungefährliche Produkte ohne die Zustimmung Europas zu verkaufen. Ein Verband ist vom Staat aufgrund illegalen Verkaufs einfacher Tomatenkörner und anderer Obst- und Gemüsesorten angeklagt und vor Gericht gebracht worden. Saatgut alter konservierter Varietäten, die von Cocopelli verzeichnet und vertrieben werden. Eine Gärtnerei ist durchsucht und der Inhalt des PCs des Gärtners von der französischen Répression des Fraudes, die Betrugsbekämpfung, beschlagnahmt worden, weil er für Brennnesseljauche zur Gartendüngung geworben hat, sagt Eric Petiot, Mitautor des Buchs Purin d'Ortie et Compagnie, eine von Gärtnern seit Generationen befürwortete Zubereitung. Ein Unternehmen ist deswegen verurteilt worden, weil es Zinnkraut ohne Genehmigung der Europäischen Union verkauft hat. Biolandwirte sind dafür angeklagt worden, ein verbotenes Pestizid empfohlen zu haben. Es handelte sich hierbei um Neembaumöl, das seit Jahrhunderten in Indien als Pflanzenschutzmittel eingesetzt wird. So simple Heilmittel wie Knoblauchkapseln und Rosmarinaufguss stehen heute mit auf der Anklagebank. Es handelt sich hierbei keineswegs um Verfolgungswahn. In Kanada ist bereits ein Gesetz verabschiedet worden, das die schlichte Zucht von Heilkräutern in Privatgärten mit einer Gefängnisstrafe ahnden kann. Es handelt sich um das Gesetz Bill C-51, das den Gebrauch von Heilpflanzen gesetzlich untersagt und seit 2008 in Kraft ist. Weniger als 200 traditionelle Medikamente auf pflanzlicher Basis sind gegenwärtig von der Europäischen Union zugelassen worden. Entsprechend Professor Paul Fournier existieren allein in Frankreich 1500 Heilpflanzen und über 20.000 Arten werden geläufig weltweit verwendet. Allein die traditionelle chinesische Medizin benutzt ca. 17.000 Zubereitungen unterschiedlicher Zusammensetzung. Alle Pflanzen mit therapeutischer Indikation, die keine Zulassung erhalten haben,
müssen bis zum 30. April 2011 in ganz Europa vom Markt genommen werden. Dies ist eine unbeschreibliche Vergeudung von wertvollem, jahrtausendealtem Wissen, das für immer den gesamten europäischen Kontinent und die Europäer verloren sein wird, wenn die Europäische Union diese Richtlinie auferlegt. Wie viel Zeit wird notwendig sein und wie viel wird es die europäischen Steuerzahler kosten, um die legale Verbreitung von Tausenden an potenziellen traditionellen pflanzlichen Heilmitteln zu validieren und freizugeben? Die Antwort ist einfach. Dies ist schlicht unmöglich und wird nie realisiert werden. Das ist der Grund, warum ich hoffe, dass Sie unsere Petition mit unterzeichnen werden. Nur indem wir aktiv für unsere Rechte kämpfen, können wir die gemeinsam von den multinationalen Pharmaunternehmen und der Europäischen Union betriebene Initiative stoppen. Es gibt ein altes Sprichwort in der Politik, das so viel besagt wie: Schweigen bedeutet Zustimmung. Wenn Sie Ihrer Stimme keinen Ausdruck verleihen, indem Sie die Petition unterschreiben, werden die europäischen Bürokraten daraus schließen, dass niemand sich für ihre neue Richtlinie interessiert und darum besorgt ist. Sie werden der Ansicht sein, dass dieses Riesengeschenk, das Sie der Pharmaindustrie bereiten, weder die Aufmerksamkeit noch die Entrüstung von irgendjemanden hervorgerufen hat. Drücken Sie Ihre Meinung bitte aus, denn jetzt ist der Augenblick der Wahrheit gekommen. Ihre Unterschrift erteilt den Aktionen, die ANH auf rechtlichem Niveau unternommen hat, eine entscheidende demokratische Rechtmäßigkeit. Und nachdem Sie die Petition unterschrieben haben, schicken Sie diese Nachricht an alle Personen, die Sie kennen. Sagen Sie ihnen, dass es Zeit ist zu handeln und dass keine Zeit zu verlieren ist. Ein großes Dankeschön. Wir werden Sie über die weiteren Folgen unserer Aktion informieren. Christelle für das Kollektiv pour la défense de la santé naturelle, das Kollektiv zur Verteidigung natürlicher Heilmittel.